So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Herzlich willkommen zurück. Und es geht heute weiter mit dem Qualifying hier aus Belgien. Im freien Training sind wir dreimal Erster geworden, wobei das zweite Training eigentlich geschenkt ist, weil es genau auf der schnellen Runde anfing zu regnen und somit hatten wir Glück mit der einzig freien Runde auf dem Trockensatz. Konnten wir das Ding relativ easy gewinnen. Dritte freie Training, wir haben über eine Sekunde Vorsprung auf Kwiat. Im ersten, glaube ich, hatten wir, glaube ich, über eine Sekunde auf Hamilton. Also momentan sind wir mal Favoriten, aber die bringt es jetzt erstmal auch nach Hause zu bringen. Und das ist Belgien, liebe Leute. Runde 14, kurzes Qualifying, 18 Minuten, die uns jetzt gleich anstehen und hier hoffentlich die schnellste Runde zu fahren, um dann im Rennen morgen mal wieder von ganz vorne zu können. Und zwar zum 7. Mal in unserer MyTeam-Karriere. Die Saison läuft das ein bisschen besser als im letzten Jahr. Aber letztes Jahr hatten wir auch einen anderen Motor, da haben wir den Renault-Motor drin. Ah ja, Quatsch, Renault? Haben wir einen Renault-Motor drin? Ne, Honda hatten wir letzte Saison, genau. Und davor die Saison hatten wir. Beziehungsweise, jetzt haben wir ja einen Mercedes-Motor im Heck. So, Belgien, Trocken-Setup, gib ihm. Und raus auf die Strecke. Everyone ready? Okay, let's go. So, da ist der gute Mick schon auf der Strecke oder fährt jetzt auf die Strecke. Und wir auch jetzt. Ja, Mick ist im letzten Training ja Achter geworden. Ne, im zweiten Training Achter geworden. Mal gucken, was er hier nach Hause nimmt. So, hoffentlich fällt das jetzt. Passt das jetzt alles soweit? So, ich fahre jetzt mal wieder mit dem Bus ein bisschen auf Vini. Auf. Ja, obwohl ich kann das ja eher ein bisschen rausnehmen, um ein bisschen zu sparen. So, wie gesagt, 18 Minuten stehen jetzt an. Wir haben schon anderthalb Minuten verplempert, quasi. Ich denke, so zwei bis drei Versuche werde ich schaffen. Ich denke, mal drei Versuche kriegen wir hin. Erste Runde, auf die erste schnelle Runde, zweite Runde, die vielleicht nochmal verbessern. Und im dritten Versuch dann nochmal den Versuch, der an uns kontern. Das ist so ein bisschen das Ding. Deswegen fahre ich ja bewusst auf die weiche Mischung, also die weichere Variante hier in meinen Grand Prix, um halt die Möglichkeit zu haben, im dritten Versuch nochmal nur ein bisschen nachzusetzen. Aber wie gesagt, das müssen wir auch erstmal schaffen. Und wir fahren natürlich jetzt erstmal ein bisschen um den Kurs. Das ist jetzt auch keine schnelle Runde, da ist es doch egal. Aber es geht jetzt drin schon mit der Linkskurve hier, die jetzt kommt Richtung Stadtziel gerade. Also das heißt Richtung Stadtziel erstmal die Busstop. Die heißt wirklich so. Weil jetzt genau diese rechts links ist. Die war damals, glaube ich, im Original tatsächlich noch ein bisschen schlimmer. Da gehen das, glaube ich, hier lang. Aber Belgien gehört dazu zumindest zu meinen Lieblingsstrecken hier. Genau wie Japan. Ich weiß, was beim F1 97 oder 98, glaube ich, die Strecke eigentlich durchweg nur durchgefahren ist. Genau in den alten Hockenheimring. Finde ich schade, dass sie die ein bisschen umgebaut haben, weil die sind hier lang geraten. Das hat schon Bock gemacht hier mit den neuen Autos. Also ich nehme jetzt hier ein bisschen Gas raus, um nicht den Abflug zu provozieren. Das hat man nämlich schon im Freitraining, glaube ich, hat man da einen bösen Flug. So, erstmal, wie gesagt, erste schnelle Runde, unsere erste schnelle Runde gehen wir. Vor uns wird noch Mix sein. Ich denke, der wird die Ärzte sitzen und dann gehen wir raus. Oder kontern wir. Ich denke, Mix sollte kein Problem sein, geschlagen zu werden von uns, aber naja, mal gucken. Zweimal mussten wir jetzt von ganz hinten starten und das sollte sich hoffentlich dieses Wochenende ändern, aber Qualifying ist immer noch ein bisschen was anderes als halt die Trainings. Deswegen. Ja, und das ist halt momentan jetzt die entscheidende Phase. Ne? Es geht jetzt, wie gesagt, bald Richtung Asien. Es ist jetzt noch Belgien diese Woche. Und nächste Woche Italien. Und dann geht es schon Richtung Asien. Und ja, das ist dann wirklich die finale Phase in der Saison. Weltmeister werden wir wahrscheinlich nicht werden diese Saison. Wir müssen mal gucken, was wir nächste Saison machen. So, erste schnelle Runde von George Russell. Dann Perez. Die Frage ist, nächste Saison stellen wir uns ein bisschen neu auf. Es wird sowieso kommen neue Fahrer
bei den Teams neue... That's the fastest lap so far. Well done. Es gibt sowieso einige neue schnelle Veränderungen. Weil halt auch Kimi Räikkönen aufhört. Also Alpha wird es einen neuen Fahrer geben. Die Frage ist, wer wird es werden? Ocon jetzt. Nee, Ocon wird es nicht werden. Ocon? Auf schnell Bestzeit? Wie über eine halbe Sekunde schneller ist als wir? Okay. Ricciardo 4:44. So, Sainz lässt jetzt natürlich ein bisschen Platz. Die Frage ist, ob wir auch uns neu aufstellen werden mit dem neuen zweiten Fahrer. Jetzt fahren natürlich die Besten alle gerade. Die waren jetzt alle schnell. So, jetzt ist meine Zeit vorbei. Vor uns ist Mick jetzt. There's only one lap of fuel remaining. Ich habe gerade gesehen, was der Hamilton für eine Zeit hat. 44,5, glaube ich, oder 6 hat der. Die versuchen wir natürlich jetzt nochmal zu bügeln. Den nehme ich jetzt mit, aber momentan sind wir nicht auf bester Kurs. Ja, das hat Zeit gekostet. Ne, da war echt viel verloren. Das wird nur eine Position 5 und das meine ich halt. Und das meine ich halt. Da lassen wir richtig Zeit liegen am Ende. Fahrer vor mir. Ocon ahead, they've entered the pit lane. Their best lap time is a 1:44.6. Boah, Alter. Und die Zeit habe ich so nah nicht erwartet, aber ich wollte mal den Platz machen. Ja, wir müssen noch mal ran, ne? Fünfter momentan nur. Weil sie dann alle noch ein bisschen was an Zeiten gefunden haben. Also 4:14.6 momentan die beste die Zeit von Ocon. Also 6er sind wir jetzt auch nur noch. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal zurückschlagen. Und wir haben auch 300 verloren. Die 4:14.6 von Ocon zumindest, die hätte ich auch gepackt. Eigentlich gut dominiert bisher das Rennen. Ja, wird das Wochenende mit dreimal Platz 1, aber wie gesagt. Schaff was jetzt. Also wir haben, glaube ich, ein Rennen, ein Wochenende haben wir sowieso mal dominiert. Ich glaube in Brasilien letzte Saison war es nämlich. Da haben wir alle drei Trainings gewonnen, da haben wir das Qualifying gewonnen, das Rennen gewonnen und die schnellste Runde gefahren. Ja. Mal gucken. So, hinter uns ist jetzt Red Bull. Ja, ich denke, dass wir uns, wenn wir wirklich in diese Konstrukteurs-WM angreifen müssen, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal neu aufstellen. Also nichts gegen Mick oder so, ne? Aber ich denke, wir brauchen einen Punktelieferanten. Ich hätte gern Perez im Team. Aber mal schauen. Wer zu haben ist. Albon wäre eine Variante. Halt, schauen wir uns einfach wirklich nach der Saison finanziell zu machen. Jetzt geht Verstappen und Sainz davor. Also von 8 sind wir nur noch 8er. So, also müssen wir nochmal ran. Ne, 9. sind wir momentan nur 1,3 Sekunden Rückstand auf Lewis Hamilton. Und das ist halt genau das, was ich gemeint habe. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich wundere mich, warum es auf einmal so krass ist, wieder der Rückstand ist. Weil wir haben eigentlich im freien Training gut geliefert. Wir hatten ja einen guten Vorsprung. 9 Minuten haben wir noch.
Jetzt sind wir nur noch 10. Also, was sie jetzt plötzlich alle liefern. Schade. Echt. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, ich weiß, dass wir den Teller fahren müssen. Also 43,6 muss drin sein. Um halt momentan die schnelle, um die schnellste Runde von Hamilton zu knacken. So, der Haas steht bei uns. Der muss natürlich jetzt erstmal gleich. Ich weiß nicht, ob der auf der schnellen Runde ist. Sieht, glaube ich, nicht so aus. Der fährt, glaube ich, hier zurück in die Box. Jetzt wäre der noch näher dran. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, dass wir uns auch nach der Saison neu aufstellen. Müssen wir mal gucken, was, wie gesagt, finanziell drin ist. Wenn es finanziell heißt, ja, wir können nur Mick halten, der Vertrag ist im Moment verlängert, auch für diese Saison noch, dann müssen wir den behalten. Aber ich versuche halt, will halt irgendwo hoffen, dass wir einen anderen Fahrer noch bekommen. Aber schauen wir einfach mal. Ich brauche halt noch einen grundsoliden zweiten Fahrer, der mir regelmäßig in die Punkte fährt. Ach, leck mich doch am Arsch, wenn ich vertan habe. Ich habe das Differential hochgepowert und nicht die Runde. Und nicht die, das DNRS. Das ja, es sind 1,3 Sekunden, ne, die wir holen müssen. Schön weit weg von der Leerlinie, damit wir auch richtig Zeit verlieren. Ja, ich lasse einfach immer zu viel, zu viel Zeit liegen. We've only got 2 laps of fuel left. Vorne wird es nichts. Wir lassen schon wieder viel zu viel Zeit da unten liegen. Platz 5. Your last lap time moved you up into P5. Klingt schon mal besser als 10. Ich muss ja noch mal eine Runde setzen. So, besser als Sektor 1 jetzt gerade. Und wieder zu weit da rausgekommen. Diese Ecke macht mir jetzt gerade ein bisschen kaputt.
Vierter. So, jetzt gehe ich mal. Gehe ich nochmal in die Box jetzt gleich. Nochmal einen neuen Satz Reifen holen. Oder versuchen wir nochmal ein bisschen was rauszuhauen. Weil wir haben schon noch P4 hinter Norris, Bottas und Lewis Hamilton. Und der Reifensatz ist angefahren, das ist halt das Problem. Wir haben noch 3 Minütchen. Die Frage ist, reicht das überhaupt nochmal zurückzukommen und dann nochmal rauszufahren? Oder sagt das Spiel und nimmt das Ding? Oder, das heißt, nimmt das Ding, aber ja, ich denke, das reicht sogar gar nicht mehr. Hätte jetzt noch eine Minute zurückzukommen, dann nochmal rauszufahren. Ne, vergiss es. 2 Minuten und was, das reicht nicht. Die Pole ist weg. Es wird Maximum Platz 4 werden. Scheiße, Mann. Verkackt. 2 Minuten 20 noch, also die Runde ist eh durch. Gut, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und kriegen auch die Strafe ein bisschen. Was ich weiß nicht, wisst ihr genau, wie so ein Bottas da vorne noch eine Strafe macht. Hamilton hat seine, glaube ich, abgesessen. Aber das könnte die Hoffnung noch sein, tatsächlich nochmal ganz vorne zu stehen am Ende. Voraussetzung, wir bleiben da, ne? Wenn ihr jetzt alles andere nochmal ein bisschen Gas gibt. Wenn er jetzt alles noch mal ein bisschen Gas gibt da vorne, dann verlieren wir noch mal Zeit. Wir kommen nicht mehr raus. Die Zeit ist durch. Wir haben noch eine Minute 40. Best lap so far is a 1:44.3. So. Ah, Scheiße. 22nd in the speed trap, 318.6 kilometers per hour. Über eine halbe Sekunde, ja, wir haben halt echt viel verloren. Das ist klar. Hamilton, Bottas, Norris, wie gesagt. Ich weiß halt nicht, was das Finale am Ende wird. Die Frage ist, wie viel kann der Rest nochmal nachlegen? In 15 Sekunden wissen wir es. Was ist Albon momentan? Der kann ja 30.1 und 45.4. Ja, der ist vorne. Wenn er im letzten Sektor nicht viel verliert, dann ist er definitiv vor uns. Wir werden es jetzt gleich final sehen, wie es aussieht. Wie gesagt, Maximum Platz 4. Ich vermute, dass wir irgendwo bei 8-9 am Ende stehen. Und das ist halt irgendwo tatsächlich die absolute Enttäuschung. Wir sind alle bereit für Sechster. Das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Bottas und Carlos Sainz. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, von Platz 6, das klingt schon mal wieder ein bisschen besser. Aber wie gesagt, natürlich müssen wir... Der Start ist ganz wichtig, oder die ersten Kurven sind ganz wichtig. Vielleicht kriegen wir es hin. Aber ja, und deswegen halt sage ich ja, Mick ist momentan 19 da. Ich hoffe, dass wir da nochmal einen Fahrerkatze holen können, der uns vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne bringt. Gerade was auch die Konstrukteurs-WM betrifft.
Jo. Gut, für die Rivalen haben wir den ersten Schritt schon mal gemacht. Wir haben Leclerc geschlagen. Ja, es wäre mehr drin gewesen. Definitiv. Wenn wir vielleicht sogar noch mal eine Runde geholt haben, weil die Reifen sind nämlich auch alt. Das sind zwei Runden alte Reifen. Wir haben zwei Versuche auf dem Reifensatz gebraucht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, also, es bleibt tatsächlich sogar trocken und schauen wir mal. Wir sind durch heute mit dem Qualifying, Platz 6. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, ein bisschen nach vorne zu rutschen, dort sich die eine oder andere Strafe. Was es am Ende final wird, wissen wir noch nicht. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall morgen um 14 Uhr mit dem Rennen hier aus Belgien. Bis dahin und tschüss.